höchster Name, treuer Erlöser, siegreicher Herr. Vorweg will ich beten, dass der Herr unser Herz empfänglich macht für dieses kraftvolle Wort. In Jesu Namen. Amen. Wow, Leute, Kolosser 1, Vers 15. Ach, ich bin so hyped, mein Körper voller Spannung. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ich könnte hier eigentlich schon einen Punkt machen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung. Christus steht über allem. Und war schon selbst längst vor ihr da. Durch ihn, durch Christus, ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen. Und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Steht er bei dir an erster Stelle? Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen, Jesus Christus. Und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Christus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Können wir einen persönlichen Moment haben, du und ich? Nenn mir kurz deine Schuld. Nenn mir das, was du in deinem Herzen trägst und sagst, ich weiß nicht, ob Gott mir das vergeben hat. Nenn es mir. Du hast jetzt ein paar Sekunden. Nenn mir deine Schuld. Egal, was du getan hast, es ist vergeben. Denn es steht hier, befreit von aller Sünde und Schuld. Nenn mir nochmal deine Sünde. Egal, was du getan hast, befreit von aller Sünde und Schuld. Vers 23. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Bedeutet das, du und ich haben einen Freifahrtschein, weiter zu sündigen? Absolut nicht. Und das verstehen so viele Christen falsch. Wir dürfen jetzt nicht pausenlos weiter sündigen. Der Geist Gottes wohnt in uns und wird uns zur Rechenschaft ziehen für das, was sie getan haben. Aber es besteht Hoffnung und Chance auf Gnade. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, das macht uns anders von allen anderen Religionen, wo es darum geht, was schaffst du selbst? Wir geben Gott die Ehre, indem wir sagen, Gott, du hast es für mich geschafft. Und darum weiß ich, dass ich zu 100% einen Platz im Himmel habe, weil ich mich nicht auf mich selbst verlasse, sondern auf Gott, der alles schafft. Und er, der alles schafft, kann einen Sünder, der sich entscheidet, mit ihm zu leben, auch gerecht sprechen. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Du musst in das Rettungsboot steigen. Keiner zwingt dich, aber er will dich. In Jesu Namen. Amen.